Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Roleplay Projekt Fortnite Farmer Reloaded. Schönen guten Tag zusammen. Ja, das ist hier auf jeden Fall mal eine ganz neue Definition von Häckselarbeit und von, ja, was ist eigentlich eng und was ist eigentlich nicht eng. Und eng sind hier definitiv die Einfahrten, meine lieben Freunde. Da können wir uns noch so quer und auf den Kopf stellen oder sonst was machen. Es ist verdammt eng auf dem Feld. Das ist wirklich echt schwierig teilweise hier irgendwo rein und raus zu fahren. Wir kommen aber überall eigentlich relativ gut rein und raus. Das hat zwar noch keiner angemerkt in den Videos oder so. Wieso, weshalb, warum man es nicht ausspielt, wenn man halt irgendwo mal hängen bleibt mit dem Anhänger oder sonst was. Leute, dann haben wir hier halt nur noch ein RP mit, ja, ich bin hier gegen gefahren, ich bin hier gegen gefahren, ich bin dort gegen gefahren. Es lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Also wenn man nicht irgendwo wirklich argwöhnisch, krass, dolle, wie bei dem Unfall mit dem Baum, gegenhämmert, dann, ja, ist das halt einfach nur mal so, weil es halt einfach verdammt eng ist und es nicht wirklich einzuschätzen ist manchmal, wie man da am besten in welchen Winkel rein und raus fährt. Deswegen einfach mal drüber hinwegsehen, wenn man halt irgendwo mal kurz hängen bleibt, dann ist das halt auch echt schwierig, weil es halt einfach so eng an den Einfahrten ist. Alles andere spielen wir hier in unserem RP trotzdem zu 100% immer aus. Das kennt ihr mittlerweile, das habt ihr mitgekriegt. Wenn man halt irgendwo wirklich gegenhämmert, weil es einfach auch dumm war oder keine Ahnung, es nichts mehr mit, oh ja, es ist halt ziemlich eng zu tun hat, dann, ja, schwierig. Ne? Also wenn ich halt irgendwo reinfahre in so ein Wasser oder in so einen Bach oder keine Ahnung was, gegen Baum, wie ich es gemacht habe, dann ist das halt schon ein ganz anderes Level, als wenn ich hier durch so eine Einfahrt halt einfach nicht super sauber durchpasse, weil das halt einfach viel zu eng ist. Da möchte ich einfach nur mal darauf hinweisen, nicht, dass man sich so wundert, ey, warum hast du das ausgespielt, warum hast du das nicht ausgespielt. Das ist an der einen oder anderen Stelle einfach sonst nur noch Unfall-RP hier, was wir machen, weil es halt einfach an jeder Ecke und an jedem Winkel hier einfach echt wirklich, wirklich, wirklich eng ist. Was aber auch ein bisschen den Reiz ausmacht, hier zu arbeiten. Ist mal was anderes, als immer diese Weitläufigkeit zu haben, wie es auf vielen anderen Maps einfach nur gegeben ist. Ist hier halt wirklich mal was ganz Neues und was ganz anderes. Und ich finde die super schön. Ist immer noch super designt, ist immer noch super gemacht. Sehr realistisch das Ganze hier. Und das hat uns ja auch dazu bewogen zu sagen, wir gehen hier drauf. Und für das, was sie uns bietet, ist sie noch nicht mal so krass performance-lastig. Und das ist halt der nächste Punkt, wo ich sage so, jo, das passt halt vorne und hinten mit dieser schönen Karte, die wir hier rausgesucht haben. Ja, ansonsten sind wir halt immer noch fleißig dabei, hier das letzte Feld runter zu häckseln. Die Jungs und Mädels sind da oben aktiv dabei. Und wir sind auf dem Weg Richtung Hof. Zum ersten Mal für dieses Feld abzutanken. 28 Kubik. Wir fahren drüben wieder hoch. Out. Und ja, wird lustig, glaube ich. Wird lustig. So. ...25.000 für den Schlepper als Reparatur ist natürlich auch eine Nummer. Digga, muss ich los. Aber es ist nun mal so, wenn du da eine komplette Achse anscheinend in den Arsch gemacht hast, muss man halt auch damit leben. Lässt sich halt nicht vermeiden, ne? Macht man ja nicht mit Absicht sowas. Du Scheiße, Alter. Wie sieht denn das hier schon wieder aus? Ach, Digi, muss so los. Ich muss so los. Ich weiß nicht, wer da jedes Mal so ein Ei da vorne hinlegt. Ich hab keine Ahnung. Irgendjemand hat anscheinend ein Problem damit, dieses Silo vernünftig zu befüllen. Besten lassen wir es noch rein. Ja. Aber auch das kriegen wir wieder schick. Jetzt fahren wir erstmal wieder zurück. Ich denke nicht, dass da alles, was da an Mais steht, in diese drei Touren, die wir anzubieten haben, reinpasst.
Da war ja noch ein Vierter, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Irgendwer hat sich damit reingemogelt in unsere Abfahrkette. Kein Plan, wieso, weshalb, warum. Aber das wird schon seine Richtigkeit haben, sonst hätte Chef schon irgendwas gemeckert, wer das ist, der sich da hinten anstellt. Das müsste Luke sein, der uns da schon wieder entgegengedonnert kommt. Die Motorbremse von dem Traktor ist enorm, ey, das ist Wahnsinn. Die ist nur kurz vom Gas. So, wer ist das hier? Keine Ahnung, wer das ist. Aber er war ja anscheinend in der Abfahrkette schon einmal drin. So. Ja, ich hoffe, euch allen da draußen geht es auf jeden Fall gut. Ich hoffe, euch macht das Projekt auch weiterhin immer noch Spaß und ist unterhaltsam für euch. An der einen oder anderen Stelle passiert hier auch echt komischer Scheiß, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Aber ich möchte auch einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn es da draußen Leute gibt, so von wegen, hey, hier passiert ja gar nicht so häufig was bei euch. Wir machen hier halt kein geskriptetes RP oder so. Ne? Wir machen hier ganz normales Farming-Simulator-Gaming in Videoformat, in RP-Format. Und das, was passiert, passiert. Und das, was nicht passiert, passiert halt nicht. Und ich finde, das ist das Schöne daran. Zumindest habe ich deswegen mein Projekt darauf ausgelegt, dass wir halt hier nichts skripten oder sonst was machen. Und irgendwelche tollen Sachen planen, von wegen hier passiert jetzt ein toller Unfall oder hier passiert jetzt das und dort passiert jetzt jenes und hier passiert jetzt welches. Weil das halt einfach auch so ein bisschen Überraschungseffekt hat und man halt auch dementsprechend wirklich so drauf reagiert, wie man halt nun mal drauf reagieren würde. Und nicht irgendwie, ja, ich habe jetzt dir vorgegeben, das und das sollst du jetzt machen und das sagst du jetzt und das machst du jetzt so und so. Und dann, weiß ich nicht, dann ist dieser Überraschungsmoment und eine realistische, eine wirklich real Reaction passiert dabei halt irgendwie nicht so bei dem ganzen Kram. Deswegen habe ich mich halt entschieden, das Ganze so aufzuziehen und ich finde, wir fahren damit eigentlich ganz gut. Und die Momente, wo dann halt irgendein Scheiß passiert, sind halt verdammt witzig und sind halt dementsprechend auch sehr legendär, wie ich finde. Und nur deswegen machen wir das Ganze halt so, wie was wir halt machen. Wie groß ist denn dein Anhänger? 16 Kubik. Okay. 8, das ist der. Wer ist denn der? Altenmann. Nee, Alten. Die mittlere Altenbau, Spur vielleicht. Glaube ich. Der da im Funk ist. Schauen wir mal, ob du hochkommst, ansonsten schubst du dich von hinten. Oder hebe ich von hinten ein bisschen an. Ja, Silo sieht schon wieder aus wie Kraut und Rüben, ey. Muss Günther dann wieder ein bisschen. Wie hat er halt schon 4 oder 5 Mal gesagt, schick machen. Ja, das Silo sieht schon wieder scheiße aus. Weiß nicht, wer da sich so schwer tut, das vernünftig da abzuladen mit Geschwindigkeit X, aber. 11. Ja, aber irgendeiner legt da immer einen Haufen hin, der ist ja. Das ist ja nicht mehr schön. Ja, Matt ist heute nicht da. Dann ist es irgendwer anders. Auf jeden Fall macht da irgendwer ein Häufchen, wo es verdammt schwierig ist, immer drüber zu fahren. Ja, ich bin von hinten reingefahren. Da war kein Häufchen. Bin an unserer Einfahrt vorbeigefahren. Welche Einfahrt? Zum Feld. Alles klar. Habe ich schon gesehen. Und sag's nicht, Chef. Weil ich gerade erst Rückspiegel einen hab durchfahren sehen da hinten. Hast du dir gedacht, ich guck mal, wann das merkt oder was? Dann bitte dann denken, dass wir nicht mehr über den Kartoffelhof fahren, ne? Nein. Nein, nur manchmal. Na, ich bin auch nicht manchmal. Nein, ich bin dreimal außen rum gefahren. Ich kriege wieder eine Rechnung. Nee.
Was ist denn für eine Rechnung? Mit Sicherheit kriege ich eine Rechnung. Für was? Wegen der Mauer. Ja, die kriegen wir doch nicht. Nee, die kriegt doch der Nico. Ja, aber erstmal kriege ich sie. Ja, musst du weiterreichen. Kannst du direkt so wie sie ist einfach weitergeben. Plus 50% Aufschlag, weil Bearbeitungsgebühr. Schwieriger wird aber dann der Anhänger, weil der hing ja, glaube ich, auf der Brücke. Der Brückenbesitzer, wenn der noch kommt, dann. Ja. Ich habe keinen Anhänger auf der Brücke fest. Hoch und runter? Wir fahren hinten wieder runter. Okay. Das hier auch schon fast geschafft. Sieht gut aus. Ja, dann schickt mir so eine Sonderrechnung für den Anhänger. Muss ich nicht nochmal kommen? Ich glaube, die beiden großen Anhänger reichen. Also muss ich auch nicht mehr kommen. Die beiden großen Anhänger reichen. Also, ich denke mal, wenn du und Luke nochmal hochkommen, dann ist es leer. Jetzt bei 40. Irgendwann brauchen wir zwei Anhänger noch. Gut, dann bin ich wieder raus. Ich wünsche dir was und Dankeschön, ne? Jo. Jo, bis dann. Wo kam der jetzt überhaupt her? Keine Ahnung. Das war ja anscheinend der hier die ganze Zeit schon am Feldrand stand. Wird er zum Schafmann oder was? Ne, zum Vogel? Ne, wenn er zu Pommes. Das ist eine Pommes an der Hütte hier. So, ja, dann zu Pommes. Schaf hat sogar, kein Mais. Würde sogar ein Anhänger reichen hier oben, glaube ich. Und jetzt erst bei 75. Boah, da reicht einer aus. Stell also reicht, wenn Luke hier hochkommt. Stell ich Anhänger, dann stell ich deinen wieder schön ordentlich ab und dann. Ja, alles klar, danke dir. Zahlung wird ja verrechnet. Hey, ne, schick mal mal extra, nichts hier immer hin und her rechnen. 95, 98, 99. Ui. Stehen die Anhänger irgendwo bei dir auf dem Hof oder? Lass mal da dran. Den Trecker einfach so, wie er ist, irgendwo in der Ecke. Dann noch froh, schaffen wir euch. Jo, ja, bis dahin. Ciao. 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 Ja. So, dann haben wir den Mais komplett überall runter. Das ist doch super. Maisernte abgehakt. Häcksel-Action vorbei. Gucken wir gleich mal, dass wir das Silo noch schick machen. Wenn wir da sind. Und ja, dann gucken wir mal, was Chef als nächstes vorhat. Ich denke mal, entweder das Gras sammeln oder das Gras pressen. Eins von beiden. Schauen wir mal. Und ja. Müssen wir unsere Felder ja wahrscheinlich auch winterfest machen. Das kriegen wir aber auch hin.
Chef? Ja, bitte. Wollen Sie noch drei Helmchen? Lässt du die Rehe stehen oder machen wir die noch mit? Das ist Bodenprobe. Alles klar. Sind wir dann fertig mit Mais, oder? Dann sind wir fertig mit Mais. Schön. Reicht doch hin, oder? Ja. Reicht auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir... Was wir mit unseren Feldern machen. Sind ja, glaube ich, alles Wiesen, bis auf zwei Felder gewesen. Wir schaufeln das Zeug eigentlich alles aus dem Silo wieder raus. Wieso? Willst du dich freiwillig melden? Nee. Immer der, der fragt. So. Kann ich einen Antrag stellen? Auf eine Silofräse? Dann mache ich das. Was ist denn eine Silofräse? Da hast du vorne dran mit Frontlader Schaufel, ja, nennt sich richtig. Das. Ist nur ein umgangssprachlich Silofräse. Nein. Doch. Sowas. Nee. Na klar. Nee, das ist eine Fräse. Die ist super. Eine Suppe. Die ist super. Und wo fräst die das hin? In Anhänger hinten rein. So wie kriege ich den Anhänger oben in den Silo-King rein? Den schalte ich dann aus und hebe den dann hoch, oder was? Ach so. Oder ich schaufe den dann mit einer normalen Schaufel vom Anhänger da oben rein. Ah, da ist nur die Befüllung, ist nur da oben, oder wie? Wo hat der Silo King sonst ein Loch? Unten drunter? Und ich puste das von unten rein, oder was? Richtig. Okay. Ich steh grad auf der Leitung. Silo King? Der Einfüllbehälter für die Biogasanlage. Ja. Wo hat der das Loch? Ja, oben. Und? Ja, 96, 98. Es wird eng. Ah, das 97. Kriegen wir alles weg. Gut. Das kriegen wir alles weg. Ja. Luke will da anscheinend eine Rampe vorbauen, sodass er das mit dem Anhänger reinschieben kann. Nee, ich hätte eine andere Zuleitung gebaut mit Gitter, wo man reinschütten kann. Dass man es nicht heben muss. Können wir nicht die Anlage erstmal laufen lassen, bevor wir schon alles wieder umbauen? Nee, ja. Ja. Also. Nee, ja, was nu? Was? Ich bin voll, Chef. Ja, das hat doch genau gepasst. 1A. Wie geplant. Wie ausgemessen. Also. Ja. Der Chef ist halt Fuchs. Ja, sowas von. Ja. So, für den Pommes habe ich 2 Touren gefahren. 2. Nico 1. Du auch 2. Ja, 1,5 ungefähr. Ich habe ja noch was drin gehabt vom Vogel. Aber das habe ich mir aufgeschrieben. Super Sache. Schriftführer. Jetzt müssen wir das Silo hier wieder schön machen. Und das kannst du machen. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, jeder, immer der, der fragt. War keine Frage, das war eine Aussage. Ja, du hast es vorher so schön gemacht, schaut eins aus. Super. Oh, bin Chef begeistert. Chef färbt schon ab. Aber hier wuselt es direkt am Feld schon. Wie die Ameisen sind sie heute. Wer wuselt wo? An dem Feld, wo wir vorher gerade Mais gehäckselt haben, wird schon gepflügt. Ja, die sind halt fleißig. Ja. Lass mir eine Scheibe von abschneiden. Das tut weh. Was? Ja, Scheibe abschneiden. Willst du nicht, oder was? Nee. Brauche ich noch. Was brauchst du? Ja, hier das Ganze. Gott, wie sieht denn das Silo aus, ey? Ich kann das alles nicht mehr, ich kündige. Nein.
Also wenn wir hier nochmal helfende Hände holen, dann bitte Leute, die wissen, wie das geht. Und woher weiß ich, dass die Leute wissen, wie das geht? Naja, die es jetzt waren, weißt du, die wissen es nicht. Gut, also haben wir noch ein paar Würfel zum Durchprobieren. Was wollte ich damit sagen? Silo-Lehrgang. Die Silo-Lehrgang, die auch gleich mal weiß. Ja. Oder jeder kriegt einen Verteiler vorne an seinen Tracker. Stimmt. Dann können sie das hier alles mal ein bisschen verteilen. Damit denn jeder mit dem Verteiler am nächsten Zaun hängen bleibt, oder was? Dann stellen wir den halt im Eingang ab. Und dann können sie den sich vorne dran schneiden, bevor sie rüber peitschen. Ja, da hat wieder einer eine falsche Kupplung vorne dran. Oder zu wenig Schläuche. Ja, klemmt sich wieder einer am Finger. Oder wie hieß das? Ja. Geklemmt nicht. Was hast du denn vorhin gesagt, wie das, was er gemacht hat? Nix, ich hab geklemmt gesagt. Geklemmt. Mhm. Mir hat irgendwas anderes gesagt. Das war nicht geklemmt. Nee. Gezwickt war es. Mhm. Hat sich ein Finger gezwickt. Ja. Ja, wie du mir einer gesagt, ich hab mir den Finger gezwickt, ich muss zum Arzt. Alter, den beiß ich im Finger ab, ey. Dann muss er zum Arzt. Dann muss es wahr sein, hat aber einen Grund. Ja. Ist da dann auch ein Grund, ich wollte es nicht sagen. Junge. Ich mach aua, aua, aua. Aua. Ich aua dich auch gleich, oder wie? Aber sowas von. Was ich früher immer gesagt, du kriegst gleich eine richtige Schelle, hast du einen Grund zum Heulen. Ich hab mich früher mal wieder so einen Hubschrauber gedreht, wenn Mutti das gemacht hat. War es dir eine geknallt? Ja. Ja, dann hat sie nichts richtig genug zugehauen. Warum? Ja, weil du dich so schnell gedreht hast. Ja, ich habe ja gesagt, Hubschraubermäßig. Kennst du es nicht von Bud Spencer? Wenn der da eine geschallert hat, hast du dich auch gedreht. Ja. Genau so muss das sein. Ja. Ich glaube, Mutti hat den ausgebildet. Ja, hervorragend. Ja. Fand ich nicht. Ja. Aber Jungs und Mädels, das wäre es auch mit der Folge. Schön, nochmal Bud Spencer mit reingenommen hier in die Folge, finde ich gut. Jungs und Mädels, ich hoffe, es hat euch gefallen und hat auch ein bisschen wieder Spaß gemacht beim Zuschauen. Lasst gerne wieder ein Däumchen da, Abo da, ein paar Kommentare da lassen. Kuss auf die Nuss, Liebe geht raus und tschimmelö!